Vielleicht darf ich etwas erzählen über IVF und ICSI. IVF ist die klassische künstliche Befruchtung. IVF bedeutet In-vitro-Fertilisation. Die In-vitro-Fertilisation wurde in England entwickelt. Im Jahre 1978, vor über 40 Jahren, wurde das erste IVF, damals nannte man es Retortenbaby, geboren. Louise Brown. Sie hat mittlerweile selber Kinder und ist eine völlig gesunde Frau. Mittlerweile gibt es weltweit über 6 Millionen Babys, die mit künstlicher Befruchtung entstanden sind. 1992 ist eine leichte Variation dieser Befruchtung außerhalb vom Körper dazugekommen, die sogenannte ICSI-Behandlung. ICSI bedeutet intrazytoplasmatische Spermieninjektion. Dabei kann man auch Menschen, Männern helfen, die eine sehr eingeschränkte Samenqualität haben, um die Eizellen zu befruchten. In beiden Fällen bekommt die Frau Hormone, dass gleichzeitig etwa 10 Eizellen heranreifen. Und diese 10 Eizellen werden mit einer dünnen Nadel, meistens in Allgemeinnarkose, aus dem Körper herausgezogen. An sich ist es eine relativ einfache Prozedur. Die Nadel ist zwar lang, aber nur damit man sie gut in der Hand halten kann. Man dringt nur einige Zentimeter transvaginal, also durch die Scheide, Ultraschall gezielt in den Körper der Frau ein und saugt eine ganze Menge an Flüssigkeit plus die dazugehörende Eizelle ab. Bei der klassischen IVF werden die Spermien dazu geleert, in einem richtigen Verhältnis, sodass möglichst nur eine Samenzelle in die Eizelle eindringt. Liegt also ein stark reduziertes Spermiogramm vor, so kann man mit der sogenannten ICSI-Technik nachhelfen. Das ist die Hauptindikation. Man weiß aber auch, dass die ICSI-Technik, bei der letztlich Zytoplasma aspiriert wird und dann erst die Samenzelle hineingespritzt wird, man weiß, dass diese Technik auch die Eizelle aktiviert. Das heißt, die Mitochondrien, die Energiekraftwerke der Zelle, die viele Jahrzehnte im Körper der Frau gewartet haben, die Eizelle ist ja schon bereits vorgereift zur Geburt der Frau, dass dann diese Mitochondrien aktiviert werden durch dieses Durchmischen des Zytoplasmas. Das heißt, auch bei Frauen mit einer Endometriose in der Vorgeschichte bringt die klassische ICSI-Technik eine verbesserte Befruchtungsrate. Nach Entwicklung der ICSI, die in den 90er Jahren in Belgien stattgefunden hat, gab es Aufschrei, auch ethische Bedenken, dass man gesagt hat, naja, ist denn das nicht gefährlich? Produziert man vielleicht vermehrt Embryonen, die genetische Probleme aufweisen? Mittlerweile gibt es eine Riesenanzahl von Beobachtungen zu diesem Thema und man weiß, dass die Technik der ICSI keine vermehrte Behinderung mit sich bringt. Was man aber schon weiß, dass, wenn die Samenqualität sehr eingeschränkt ist, dass die Kinder auch mit vermehrten Chromosomenproblemen rechnen müssen. In relativen Zahlen gesprochen sprechen wir von etwa 10% vermehrten Plus an Fehlbildungen. Ganz grob muss man rechnen, dass ungefähr 2% aller Kinder generell in der Normalbevölkerung mit Behinderungen auf die Welt kommen. Das können kleine Probleme sein, wie zum Beispiel zusammengewachsene Finger, die sich operativ leicht trennen lassen, bis hin zu wirklich komplexen Fehlbildungen und Herzfehlbildungen beispielsweise, die schwer mit dem Leben vereinbar sind. Bei Vätern mit eingeschränkter Samenqualität und ICSI ein Plus von 10% würde 2,2% Behinderungsrate betreffen oder bedeuten. Das ist nicht wahnsinnig viel mehr, aber immerhin messbar. Alles in allem muss man sagen, die Technik der ICSI ist mittlerweile schon fast 30 Jahre bekannt, wird seit 30 Jahren sehr erfolgreich durchgeführt und kann vielen Paaren, die auf natürlichem Wege nicht zu einem Kind gekommen wären, zu einer glücklichen Familie verhelfen.